Meine Faszination für die Haie hat sehr früh begonnen. Das, was ich so unglaublich unfassbar fand, ist, dass diese unglaublich schönen, charismatischen Tiere von den Menschen komplett falsch wahrgenommen werden. Und durch die Fischerei vom Aussterben bedroht sind. Und das konnte ich einfach nicht fassen und einfach nicht verstehen. Und deswegen wollte ich mich, seit ich sehr jung bin, schon dafür einsetzen. Mein Name ist Lennart Vosketter. Ich bin Meeresbiologe und studiere gerade hier in Fuvamula auf den Malediven die Tigerhaie. Ich bin jeden Tag mit den Tigerhaien im Wasser. Heute war zum Beispiel ein Moment auf dem Tigerhai-Tauchgang. Auf einmal habe ich einen Hai gesehen, der hatte einen ganz schlanken Bauch. Und die Haie sehen immer genauso aus, wenn sie gerade von der Schwangerschaft zurückkommen. Und ich habe nicht genau erkannt, welcher Hai es ist, habe dann noch mal ein bisschen genauer hingeschaut und dann habe ich gesehen, ah, es ist Lila. Die ist 6 Wochen weg gewesen und vor 6 Wochen hatte die so einen Bauch. Und jetzt ist sie komplett schlank und hat wahrscheinlich irgendwo ihre Jungtiere gebärt in der Nähe hier von Fuvamula. Jetzt haben wir hier in den Malediven innerhalb kürzester Zeit über 180 Tigerhaie identifiziert. Das spricht dafür, dass diese Population gigantisch sein muss. Und was das Faszinierende ist, dass wir sehr wenig über Tigerhaie im gesamten Indischen Ozean wissen und noch niemand sich überhaupt die Tigerhaie auf den Malediven angeguckt hat. Das heißt, das ist jetzt überhaupt die erste Studie, die zeigen wird, dass hier eine gesunde Population von Tigerhaien lebt, die absolut schützenswert ist.